im Sportzentrum PEP 2 in Ehningen unter Achalm findet am Wochenende eine Impfaktion statt. Am Samstag und Sonntag gibt es dort zu jeder Impfung auch eine Tageskarte für das PEP 2 dazu. Mit dieser Tageskarte kann das komplette Angebot genutzt werden. Geimpft wird zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr. Zum Einsatz kommen BioNTech und Moderna. Terminbuchungen sind unter der eingeblendeten Website möglich, aber auch Kurzentschlossene können vorbeikommen. Ja, liebe Zuschauer, die Reutlinger wissen es, heute ist Mutzeltag. Am Donnerstag nach dem Dreikönigstag spielen die Reutlinger traditionell um ihre Mutschel und das schon seit dem 13. Jahrhundert. Die Mutschel, ein sternförmiges Gebäck aus einem mürben Hefeteig, wird von den Reutlinger Bäckern in liebevoller Handarbeit hergestellt und verziert. Wie das genau geht und aussieht, haben wir uns in der Backstube der Bäckerei Bayer in Mittelstadt angesehen. Die goldgelbe Mutschel gibt es mittlerweile schon weit vor dem eigentlichen Mutscheltag in den Bäckereien zu kaufen. Doch besonders die größeren Formate des Gebäcks gibt es erst in der heißen Phase. Die Bäckerei Bayer in Mittelstadt bietet insgesamt 5 verschiedene Mutschelgrößen an. Die größte wiegt stolze 2 Kilo. Doch wie wird sie denn nun eigentlich hergestellt? Gut, das ist ein ganz klassischer mürber Hefeteig. Also kommt rein, ein Weizenmehl, 5,50. Natürlich verschärfen wir bloß Alpkornmehl, ganz klar. Dann kommt rein, Butter oder Margarine, Salz, Hefe und natürlich ausschließlich Milch. Ja? Auf keinen Fall Wasser. Ja? Gute Milch und dann schmeckt die Mutschel auch. Das ist wichtig. Wichtig sei die Erhöhung in der Mitte sowie die 8 Zacken herum. In Windeseile schneidet Bäckermeister Martin Bayer die Teiglinge zurecht. Das sieht man hier schon beim Machen. Das soll ja eigentlich die Achalm sein oben, gell? Reutlinger Hausberg. Genau. Und dann gibt es da 2 verschiedene Variationen. Die eine sagen, die 8 Zacken sind die 8 Teilgemeinden von Reutlingen. Und die andere sagen, die 8 Zacken stellen die alte Zünfte da, an die Handwerkszünfte in Reutlingen. Da kann man jetzt glauben, was man will. Hauptsache ist einfach, sie schmeckt. Noch ist die Mutschel aber nicht fertig. Mindestens genauso wichtig sind die Verzierungen. Je nach Größe variieren diese. Wird sie nass gemacht, dass die Verzierung schön hebt. So, dann machen wir als erstes mal eine Kringle drauf bei der Größe. So. Ging jetzt aber flott. So, Kringle gibt's und dann gibt's so einen Drehstrangzöpfle. So, Lille. So, dann wäre die Größe mal fertig. Die Verzierungen für die kleinste Mutschel sind noch recht übersichtlich, auch wenn sie trotzdem echtes Handwerk voraussetzen, wie ich dann selbst feststellen muss. Bei den größeren Mutscheln kommen dann 4 Strangzöpfle und viele weitere Verzierungen drauf, so wie bei dieser hier, eine Mutschel in Größe 4. Die wiegt 850 Gramm, nur die Mutschel. Dann kommen ja noch die Zöpfle drauf. Dann haben wir noch ein Teiggewicht von ca. 1,5 Kilo. Jetzt einen Tag vor Mutscheltag herrscht Hochbetrieb in der Backstube. Wie viele Mutscheln werden denn für den Mutscheltag vorbereitet? Es kommt auf die Bestellung an, aber es gehen wir mal vor 1500 aus. Mal so. 1500 auf jeden Fall, ja, zum Warmwerden. Ja. Alles verschiedene Größe. Wenn die Mutscheln dann fertig geformt sind, werden sie noch mit Ei besprüht und dürfen bis zum nächsten Morgen ruhen und schön aufgehen. Dann werden sie je nach Größe zwischen 15 und 25 Minuten gebacken. Und dann, ja dann darf um die schöne Reutlinger Mutschel gespielt werden, damit am Ende jeder einmal herzhaft reinbeißen kann.